Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die schönen Lager hierhin gefrachtet. Und ich möchte ja eigentlich, dass die jetzt auch sozusagen schon mal das Eisen weitergibt. Das heißt jetzt für mich, ich müsste eigentlich schauen, wie viel Stahl das ich habe. Da müsste ich jetzt eigentlich genügend haben, dass ich sagen kann, kriege ich noch ein Tiny hin. Jawohl. Und dann hätte ich gesagt, mach mal da mal ein paar rein und da viele rein. Und nachdem ich rausgegangen bin, habe ich die Zahnräder gesehen. Dann hätte ich gesagt, lassen wir mal da die wenig durchjagen. Weil dann können wir nämlich da gleich einmal die besseren machen. So, und dann kann ich das wegräumen erstmal und gucken, ich brauche den da. Das heißt, einmal Stahl, einmal Träger und ich brauche dich. So, und ich habe jetzt da auch noch was vor. Und zwar, ich möchte jetzt, dass du ja, genau, davon brauche ich nämlich jetzt noch weitere 4. Das wird witzig, wie ich das da reinkriege. So, dann haben wir das. Und da unten brauche ich jetzt den hier. Gibt es da eigentlich auch noch eine Forschung für auch für die nächste Stufe? Ja, die wird es ja auch hier geben, aber die kostet richtig viel. Nein. Nein, egal. Dann machen wir das mit den kleinen. So, dann machst du das. Das heißt, ich brauche davon welche. Davon was. Davon was. Und das andere habe ich mal wieder nicht. Mach mal. Einfach mehr. Was haben wir davon? Nichts mehr, ne? Ja, weil die jetzt alle gerade sind. Was brauche ich von dir? 4. Brauche davon mindestens 2. Und dann machst du mir die da. Und dann machst du mir die da und nimm die mit. Danke. Habe ich dich rausgenommen? Nö. Also, dann machen wir das dann doch anders. Dann gehst du nämlich jetzt das da mal auf Rot stellen, das auf Rot stellen, das auf Rot stellen und das auf Rot stellen. Dann gehst du dann hier runter. Aber schauen wir mal, wie viel von dieser. Ich habe 55 Stück, nicht viel, aber besser denn als nichts. Mal 61. Okay, dann hätte ich gesagt, das muss ich jetzt dann überall so aufbauen. Du kommst jetzt mir. Haha. Ich hoffe, dass das geht. Du musst dann dahin. Ja, mein Problem wird zwar dann das da sein, aber ist egal. Mist. Hahaha. Ich müsste nochmal einen nach oben. Doch. Aber hahaha. Ich hab doch noch ein Tiny Lagerhaus.
Dann belegen wir das mal alles. Das geht auch wieder alles rein. Das muss weg. Das, dann noch mal eins nach oben. Ach komm, ich gehe gleich zwei nach oben. So, dann habe ich jetzt dann die da mit rein und die da mit raus. Ja, hätte ich gewusst, ne, dass ich das da hinstellen könnte, hätte ich das jetzt sogar rausziehen lassen können. Aha. Ist egal. Dann kriegen wir hin. Okay. So. Dann kommst du weg. Kommt das auch wieder weg. So, und dann heißt es jetzt für mich, also du gehst jetzt nach unten und zwar sogar erst hier. Und dann habe ich auf jeden Fall ich bräuchte da oben noch mal einen. Dann machen wir jetzt den roten. Drei Stück bitte rein und ein paar Zahnräder. Perfekt. Habe ich jetzt drei Stück gemacht? Ja. Windelweich kann ich sagen. Windelweich. Genau, beim neuesten haben wir nur noch drei. Und meine Dampfmaschine ist abgeschlossen. Das heißt, ich mache jetzt mal die fortgeschrittene Metallverarbeitung. Das heißt, wir haben jetzt hier vier. Und die nehme ich jetzt. Also der da geht ja wieder raus. Der geht rein. Und dann habe ich hier diese lustige Box. Wo ist er denn? Ah, genau. Ist zwar noch langsam, aber irgendwann, wenn ich genügend Päckchen habe und die wichtigsten Forschungen durch, dann kann das auch weg. So, das ist jetzt Teil 1. Dann hätte ich jetzt auch gesagt, das machen wir auch hier so. Und du gehst auch rein. Ja, super. Ich habe jetzt natürlich keine normalen Bänder mehr. Klar, ich habe sie auch dafür verbraten. Noch mal welche. Und wir schauen wieder nach. Auch hier mehr. Jawohl, aber es wird immer besser. Das wird jetzt dann der nächste Schritt, dass wir die dann auch automatisch da reinlaufen lassen. Ja, das heißt jetzt nämlich dieses hier. Also es macht jetzt nichts aus. Aber was jetzt vor allem ist, ist, dass ich hier habe. Ja, wobei der andere ist nicht gut drin. Also ich brauche da einen Platz mehr. Dann muss ich das wegmachen. Das auch. Muss auch weg. Dann mache ich mir jetzt mal schnell einen im Inventar.
zwar in Balancer der Stärke hier. Weil das ist jetzt halt das Problem. Braucht den so. Dann, wie gesagt, der geht raus, der geht rein. Dann habe ich dich hier. Jetzt bist du zu weit weg, ne? Ja, toll. Dann muss ich jetzt das auch noch überarbeiten, das Konzept hier. Nehmen wir einen Weg. Mal so. Das passt. Das muss ich jetzt. Nee. Ja, noch ein bisschen Feuer da. Ja. Passt richtig. Und noch fast. Dann sind wir jetzt hier unterirdisch drunter. Brauche ich davon einen. Na, bauen hier unten kann ich nicht. Bin ja Höhlenmensch. Oder kein Höhlenmensch. So, und wir wollen ja jetzt da dann hier rüber gehen. Ich muss aber ja dann auch wieder hier raus. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall von hier noch welche. Das heißt, zwei Stück davon einfach mal reinfeuern. Danke. So, dann komme ich jetzt dann nämlich hier raus. Beziehungsweise, nein, das wird ein anderes Konzept hier. Weil ich komme jetzt ja dann. Das ist halt die Frage. Komm hier raus. Gehe hier rüber. Ja, dann gehe ich auch gleich wieder hier rein. Und hier raus. Habe ich noch Balancer? Nein, die brauche ich mir schnell jetzt in der Hand. Und dann brauche ich jetzt nochmal diese schöne Kiste hier. Hervorragend, dass der da oben ist. Das heißt für mich, ich muss jetzt hier. Ja, aber das ist. Wie gesagt, wenn man das einmal hat, dann vervielfältigt man es. Aber das heißt, ich muss es erst einmal haben. Gehen hier rüber, machen wir dasselbe runterwärts. Also ich komme jetzt wieder raus, dann wird er umgewandelt, dann gibt er weiter. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert, was ich vorhab. Das heißt, der da kommt nämlich hier hin. Und der geht hier rein. Jawohl, und die Forschung ist abgeschlossen. Belt Balancer, die nächste Stufe. Ja, die da in Rot. Und dann hätte ich gesagt, na, gehen wir mal mit den Roten.
hier hin. Ah, sehr schön. Die reichen nicht. Ich brauche mehr. Mehr Rot. Und auch mehr Nickarme. Die werden nämlich gar nicht mehr hergestellt. Ich bin hier. 48. Dann da noch welche rein. Kann ich raustun. Reintun. 32 Stück hat er noch gemacht. Gut, dann machen wir hier mal die normalen. Und dann kommen hier noch ein paar Zahnräder rein. Jawohl. Ja, 80 Stück habe ich noch einstecken. Oder habe ich eher das... Ah, ne, Stahl ist mal ausgegangen. Ich hoffe jetzt, dass ich genügend produziere, dass ich jetzt dann wieder Stahl nachlegen kann. Haben wir noch welche? Ja, 168 Stück, das müsste jetzt auf jeden Fall reichen. Okay, dann hätte ich gesagt, wir gehen wieder nach unten. Und jetzt kommt ein Vorteil noch zugange. So. Ich kann jetzt nämlich einfach nach drüben schießen. Ja, und dann reicht mir eigentlich auch ein Band. Wir laufen drüber. Schauen, ob das alles hier soweit passt. Und zudem sagen wir mal, er soll es rausmachen. Und er soll es reinmachen. Das schaut doch gut aus. Schaut sehr gut aus. Ja, der macht jetzt sozusagen daraus immer 25 Stück. Drüben werden 25 Stück verdichtet. Die kommen hier rein. Und baut es wieder auseinander. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, die nächste Variante davon zu bauen. Immer lieber gucken. Ich habe dann nämlich die Befürchtung, nee, noch nichts ausgegangen. Oh. Die roten sind auch alle. Die roten sind auch alle. Dann mache ich jetzt mal so. Sehr gut. Und da kommen auch die nächsten 500 rein. Und ich kann nicht wieder abreißen. So, rein. Rein abbauen. Oh. Und jetzt muss ich es genau andersrum denken. Oh, wieder weg. So, und dann muss das jetzt sein. Nee, nicht F. Q. Das Q. Danke. Alles weg. Genau. So, Kisten leeren. Das auch gleich wegmachen. So, dann brauche ich jetzt dann hier welche. Und dann schauen wir jetzt mal. Mir reicht es. Naja, er ist zu klein, aber die müssten wir auf jeden Fall hinkriegen. Beziehungsweise, nein, es geht auch mal jetzt alles weg.
Ich muss größer denken. Kann bis dahinter gehen. Also kommst du dahin? Kommst du dahin? Da kommst du dahin. Dann gehen wir nach oben. Haben wir das alles? Das ist egal, die kann. Nein. Ich gehe wegmachen. Ich auch. Okay, ich nehme jetzt noch eine hier weiter rüber, weil da brauche ich sowieso noch einen. Und dann machen wir hier noch einen großen hin. Da sind die verbunden, dann passt es auch. Das kann auch weg. Dann machen wir hier noch einen großen hin. Dann passt der auch. Seht ihr das? Nein, der kann das nicht. Oh, Belt Balance ist auch fertig. Was haben wir denn hier noch? Schneller Greifarm. Ah, schneller Greifarm. Schnelle Greifarme sind immer gut. Okay, und dann hätte ich gesagt, wir brauchen davon zwei. Der ist jetzt halt momentan das Nadelöhr. Der ist halt viel zu langsam. Aber da bin ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Halt. Ich brauche davon noch einen dritten. Ah, da. Also, du weg. Und du weg. Ja, und dadurch, dass jetzt die Ärzte, ja, sieht man schon, die arbeiten auf Vollrohr. So, und dann tun wir jetzt mal hier das Zeug da weg. Mach ich mal 4 Stück. Das kommt weg. Warte jetzt noch, bis der zweite fertig ist. Oh, na, jetzt rauschen die hier rein. Das ist ja das, was ich will. Wie gesagt, wir brauchen ja Material wie Sau. Okay, dann haben wir die schnellen Greifarme auch fertig. Also jetzt hier Insider Capacity Bonus, das ist auch nicht schlecht. Der ist halt sehr teuer mit 300, ne? Aber ich finde, ich brauche einen. Also machen wir einen. Einmal Q. Dann kopiere das und wir haben die schon mal am Laufen. So. Kann ich nämlich auch noch mal wegen Stahl laufen lassen. Dadurch, dass jetzt alle 4 Reihen sozusagen mit rein schießen, müsste ich jetzt auch genügend Material produzieren, dass ich mal sagen kann, okay, gebt mal hier eine Runde rein. Ich habe sogar noch 482. Perfekt. So, du gehst weg. Das heißt, ich brauche jetzt von dir
Den Balancer habe ich ja noch. Gehst jetzt du hier rein. Und gehst du jetzt dann hier runter, hier wieder rauf. Dann gehst du hier runter. Schau mal. Ist auch sauber verteilt. Wir schauen mal, ob er das da ordentlich wegräumt. Oh, wenn wir nach unten das verbunden hätten, jetzt auch komplett laufen. Oh, der verteilt es sauber auf alle vier. Und die laufen rein. Wenn wir es dann demnächst genügend rote Bänder haben, können wir das auch auf Rot schon umstellen. Wie weit komme ich rüber mit Rot? Aufhängen. Danke. Stahl rein. Ich rein. Ich habe schon wieder keine Zahnräder mehr. Ach so, ja, klar. Ja, vorhin alle verbraten. Davon brauchen wir noch mal welche. Da mal schnell. Sie noch einkriegt. Danke. Der ist gleich durch. Dann gehen wir mal schnell. Also, ich sag mal, ich kriege jetzt mindestens 4000. 4000 Platten. 6. Doch, klasse. Aber, ohne Wenn und Aber. Daran habe ich mal wieder total gedacht. Nämlich gar nicht. Mist. Ich habe hier noch einen davon. Ich habe ja schon den nächsten Ofen. Hätte ich mal gesagt, ey, fangen wir mal an, die laufen zu lassen, hä? Gott, jetzt brauche ich auf jeden Fall auch eine vernünftige Stahlproduktion. Wenn es ja nach mir geht, ich müsste ja eigentlich das, was ich jetzt hier Stahl habe, ne? Oder Eisen habe, müsste ich hier eigentlich auch. Ich müsste es jetzt eigentlich zweiteilen. Ich müsste jetzt hier unten eigentlich Eisen herstellen und die drüber dann Stahl. Also sozusagen dann splitten sogar. Vielleicht mache ich das sogar. Dass ich sage, okay, wir lassen dann einen frei. Und dann gehen wir hier rein und machen dann da. Ja, das könnte man mal machen. Heute achte ich mehr auf die Zeit als beim letzten Mal. Fragte er und übertrug wieder. So, aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal eine gute Verschnellerung hier. So, dann gehen wir ja hier runter und hier wieder raus. Und das Nadelöhr, was wir jetzt noch haben, ist da unten. Ah, schaut doch gut aus. Geht gut rein. Und ich vermute, es geht mehr rein als raus, hä? Ja, es hält sich fast die Waage. Ja, wenn der aber schneller wäre, würde raus fun schneller funktionieren als rein. So. Ba, 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 ba.
Dann gehen wir mal und schauen, was haben wir denn? Neun Stück hat er fertig gekriegt. Um einen machen wir noch. Zehn. Ja, die haben es ja umgestellt. Früher war es ja mal so, dass das ein Block war und alle anderen zwei, aber jetzt sind es ja alle zwei. Ah, jetzt gehen wir mal hin. Tauschen schon mal die ersten aus. Kann ich das ja mittlerweile sogar fast schon auf langsam laufen lassen. Und die äußere müsste ich fast verschnellern. Dass schneller abtransportiert wird. Ja, wobei, dann macht man diesen Double. Ist auch noch wegen. Ja, wir werden es hinkriegen. Wir werden alles hinkriegen. Also hier ist alles schnell und hier ist also langsam. Dann sage ich ja, der ist total wichtig, dass der läuft. So, wie schaut's aus? Wieder Platten. Auch 250 dazu. Da kommen auch noch mal rein. Lasse das laufen. So, dann machen wir das auch noch leer. So, und wie schaut es da aus? Ich brauche davon Bänder. Wie viel brauche ich hier? Also machen wir 16 Stück. Dann brauche ich mich bei denen zwei Sachen nicht auf die Menge achten. Ja, da kommst du weg. Kommst du nach oben. Fällt mir jetzt gerade so auf. Den muss ich noch austauschen. Da 3. Dumm, dumm. Glee. Dem ich fertig bin. Ja, aber besser als wird das nie. Dann machen wir mal hier die auch hin. Da kann ich sogar noch die kleinen nehmen. Passt. Aber jetzt ziehe ich mal alle raus. Da auch alle mit. So, 743 davon. Nicht schlecht. 390 davon. Bin mal gespannt, wann ich das aufgebaut habe. Bin ich dann bestimmt so weit, ne, dass ich dann schon die nächsten Flaschen brauche und die ganze Forschung in grün durch habe. Naja, wobei, nein. Nein. Ganz groß nein. Ja. Einfach nein. Ja, aber jetzt geht es doppelt so schnell. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, die Verdichtung diesmal fertig. Oder Kompression, wie man will. Also den Ofen muss ich wieder einstellen und ich muss schauen, wie viel Stahl das ich habe, weil dann kann ich noch welche laufen lassen. Kupfer baue ich nie ab, weil ich die ganze Zeit nur noch da hinterher bin. Das Eisen zu machen, aber das ist mein nächstes Ziel, dann Kupfer anschließen.
Okay, dann braucht man noch mal diesen besseren Ofen. Dann brauche ich davon diese Steine und ich brauche ein bisschen Stahl. Und da gucken wir auch mal wieder durch. Ja, das schaut ganz gut aus, ne? Also der wird gut abtransportiert. Und wenn die alle laufen. Das waren jetzt mal 12.000 Eisenplatten, hä? Das ist doch meine Anzahl. Da brauche ich mir definitiv keine Gedanken mehr machen. Wie im Stahl. Es wird halt nur ein Problem sein, ab dem Zeitpunkt, wo ich halt alles anschließe, ne? Und dann, wenn da halt was im Stocken gerät, dann habe ich schon ein Problem. Ja, wenn jetzt die Zahnräder dann jeweils immer laufen. So, wir machen mal die Eisenplatten voll. Da ziehen wir auch mal die nächsten weg. Komm, 50 Stück, dann gehst du rein. Wie schaut es bei dir aus? Da schaut es bei dir auch gut aus. Dann man das auch noch. Ja, 250 Stück, jawohl. Dann gehst du rein. Dann gehen da noch mehr hier rein. Mehr Platten. Noch mehr davon. Da auch mehr von. Einfach von allem mehr. Mal ab. Ah, ich muss jetzt 8 befeuern. Und bald vielleicht 10 oder 12. Okay. Dann hätte ich gesagt, war es das für die Folge diesmal. Einigermaßen versuchen in der Zeit zu bleiben. Wie gesagt, Eisen funktioniert jetzt. Jetzt wird komprimiert angeliefert. Auch schön verteilt. Alles schön abgegeben. Oben gemacht. Genügend Eisen bekomme und auch die ganzen Erzförderer sind angeschlossen. Da brauchen wir jetzt auch nur noch 6 Stunden, bis alles weg ist. Und ich habe das noch gar nicht angeschnitten. Ja, genau. So, okay. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare. Freue mich über jeden Kommentar. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.